Wickenberg, Ladies and Gentlemen, ich bin's auf Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Phasmophobia und heute ist Sonntag, was bedeutet, ich bin heute auf der Suche nach Random oder Community Lobbys. Bin gespannt, was ich finden werde. Let's go. Ich habe jetzt eine Lobby gefunden, diesmal ohne Community, beziehungsweise eine Kollegin von mir ist dabei, sonst Randoms, da sich diesmal niemand aus der Community gefunden hat. Aber hey, so kriegt ihr mal wieder eine Random Lobby zu sehen. Ist doch auch mal was Schönes. Ich bin jetzt hier am Starten mit Paddy, Icky und Dünsi mit Presse. Ich nenne es einfach Presse. Und man sieht schon, Tatendrang. Sie nehmen die direkt Equipment und ja. Paddy ist eine Kollegin von mir. Die anderen beiden Herren sind, glaube ich, Randoms. Wir haben Kim Craft, sind auf Profi unterwegs. Na, als Einstieg immer ganz angenehm. Und auf Tanglewood. So, let's go. Schauen wir mal, was wir finden. Ich habe wie immer meine UV-Lampe und mein Salz. Na, man merkt, ich zocke mit Randoms. Deshalb habe ich die UV-Lampe nehmen. Und ja. Let's go. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht's gut. Zurzeit gibt es ja ziemliche Überschwemmungen, gerade so in der Bayern-Gegend. Und ja, ich fühl's. Ich habe auch schon von Kollegen gehört, dass der Keller schon überschwemmt ist. Was auch immer da gesagt worden ist, ich habe es nicht verstanden. Ich hoffe, by the way, dass ich mache die mal ein bisschen lauter, denn mir kommt es teilweise so vor, als ob es ein bisschen zu leise ist in den Videos. Schau mal. Wie gesagt, ich habe nichts dabei, um den Geisterraum zu finden. Das ist natürlich schön. Aber ich will ja auch, dass die Kollegen die Arbeit machen oder na, zeigen, was sie drauf haben, sagen wir es mal so. Da war irgendwo eine Tür. Okay. Also irgendwo Eingangsbereich. Jetzt die große Preisfrage. Wo? Ist der Breaker schon an? Ja, Breaker ist schon an. Versteck ist in Blue. Wunderbärchen. Aber sonst tut sich hier noch nicht sehr viel. Mit Miss Paddy habe ich damals ziemlich oft gefarmt. Also hier Level gemacht und sowas. Deswegen kenne ich schon ihre Herangehensweise. Wie die Herangehensweise der beiden Herren ist, sehen wir gleich. Was sagt das Thermo? Guck mal. Er ist noch unschlüssig. Wir warten. Ich glaube vom Level, die sind relativ low noch. 27 und 45, also noch relativ am Anfang. Deswegen finde ich das gerade sehr, sehr angenehm hier zu sehen. Das Paddy ist zwar auch in Anführungsstrichen nur Prestige 2, aber hat auf jeden Fall auch ein bisschen Ahnung. Scheinbar sind sie nicht so gesprächig. Irgendwie keiner meiner Mates. Finde ich ganz geil. Aber gut, ja. Ich warte jetzt einfach, bis das Thermo am Boden liegt, dann schaue ich selber mal. Aber bis jetzt habe ich noch keine Ahnung, wo hier irgendwas ist. Na gut, Abmarsch nach draußen, nächsten Run holen. Na, wenn ihr noch keinen Plan habt, wo der Geisterraum ist, weil die Temperatur nicht passt oder ähnliches, dann einfach in den Van gehen und ja, das Beste hoffen. Ich nehme, wie gesagt, nochmal ein Thermo mit. Ich nehme jetzt auch einen Kruzifix mit. Ja, sieht man selten in meiner Hand, aber ja, gut, am Psycho fest halt nicht gerne Kruzifixe an. Ja, spontane Selbstentzündung und so, muss man aufpassen. So, dann schauen wir doch mal. 14,6, Wunderbärchen. 11,5, Roamender Geist. Roamender Geist, auf jeden Fall. Ich schaue jetzt nochmal in Nancy. Wir haben hier nämlich noch keine Freezing Atem, aber es ist hier in dem Bereich. Okay, wir haben einen Roamender Geist. Okay, Buch. Let's go. Jetzt platziere ich erstmal Salz. Na, schauen, ob wir irgendwelche Fußis haben. Und er ist wahrscheinlich hier im Flur. Aber ihr habt das gesehen, 11 Grad plus minus. Das ist noch nicht dramatisch. 11 Grad, 14 Grad. So, hier. Breaker ist schon an. Oder ist immer noch an, besser gesagt. Was bedeutet, er wird wahrscheinlich roamen. Und deswegen temperiert das so langsam. Oder es liegt einfach an der Temperatur draußen, dass es alles ein bisschen länger dauert. Okay. Das ist jetzt nur EMF-3er. Dramatische Musikuntermalung im Blue. Na, und genau deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig mit der Temperatur. Mal ist er... Das war ein Event, oder? Oder jagt er? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Hatten wir gerade ein Event? Ja, nein, vielleicht. Bitte antworten Sie jetzt.
Nee. Okay, wollte knuspern und das ungefähr 50% plus minus ein bisschen was. Wir schauen jetzt extra nochmal, wie viel oder wie hoch unsere Sanity ist. 40%. Zu hoch für ein Shade, das ist schon mal gut zu wissen. Diogen 35, dafür wäre es auch zu hoch. Tschüss. Moreau würde passen, ja, der ist ganz gern demotiviert. Dämon will ich auch schon fast rausnehmen. Ah, da passiert nicht viel. Dass es hier auf 10 hochgeht, das überrascht mich. Das könnte Richtung Poltergeist gehen, wenn er seine Fähigkeiten eingesetzt hat. Das ist gerade ein wenig kontraproduktiv oder ein bisschen tricky. So, Abmarsch noch drinnen. Er ist noch nicht in Salz gesteppt, aber wir haben auch kein Gespenst. Also er ist jetzt im Blue. Ich mal stark von aus. Nein, das ist alles ein bisschen seltsam. Okay, Hauptsache, wir haben hier draußen Geisterraum, aber er tritt nicht ins Salz. Seltsames Wesen. Das ist echt ein bisschen seltsam. Na, also als ob er einfach nur da hinten in der Ecke ist und die ganze Zeit vom Blue ins Badezimmer geht und da hinten chillt. Na, auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Aber wenn er jetzt nicht ins Salz tacken will, warten wir aber auf die Jagd. Ich habe gerade meine Räucherstäbchen nicht, das ist kontraproduktiv. Da tritt er jetzt ins Salz, deswegen so langsam unterwegs. Hat auch, glaube ich, jemand erwischt. Die, da ist jemand ausgeröchelt. Das Salz war theoretisch gut, um ihn ein bisschen abzubremsen, aber gut. Am Arsch war trotzdem jemand. Ich schaue jetzt mal. Fußis haben wir nicht. Wir haben, doch, wir haben Fingis. Wir haben Fingis. Fingis und Buch. Okay. Ja, geht Richtung Poltergeist. Aufgrund der hohen Aktivitätsrate. Ja, dieser Sprung auf 10 hoch, ohne Event. Okay, es kommt schon wieder. So. Na, natürlich ist es eine Oma. Das wäre doch auch viel zu langweilig, wenn es jetzt keine Oma wäre. So, ich räuche jetzt erstmal. Wir gehen ab in den Schrank und hoffen, dass wir vielleicht jetzt ein bisschen was hören können. Der Kollege hat auch Räucherstäbchen. Hört auf die Gegenstände. Hört sich doch wunderschön an, oder? Ja, mein Poltergeist, Ladies and Gentlemen, das war eben auf diesem Board zu sehen, durch diesen extremen Sprung auf 10, das war das Poltergeist-Event, wo er mehrere Gegenstände wirft. Jeder Gegenstand gibt ein EMF ab. EMF 2, 3, 1, was auch immer. Und deswegen gab es diese Erhöhung. Jagd vorbei. Und das ist sehr, sehr schön. Was bräuchten wir für einen Poltergeist, um es zu verifizieren? Poltergeist. Yep, würde ich auch sagen. Nice one. Poltergeist. So, Parabol brauchen wir noch. Ich bringe neues Kruzi mit rein. Und dann können wir Fotos machen. So. Auch der Kollege, na, obwohl der noch nicht so ein hohes Level hat, aber richtiger Gedanke. Ich würde ihm da voll und ganz zustimmen. Ich nehme jetzt hier noch einen Kruzi mit rein. Fotoapparat ist auch drin. Nochmal Salz mit rein. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier, die Verbliebenen zumindest, lebendig rauskommen. So. Das hier hier. Und natürlich ist es ja mal. Haben wir schon ein Geisterfoto? Nein. Bitte lächeln, beide Schachtel. Und ein Bärchen. Wir haben alles. Der arme Junge. War hier nicht gerade noch Miss Paddy? Keine Ahnung, wo sie hin ist. Okay, wir brauchen jetzt nur noch das Parabol und dann heißt es Abmarsch. Entspannte erste Runde. Gut, für den Kollegen, der abknüppelt ist, nicht. Aber sonst, nice one. So, Abmarsch noch drinnen und wie gesagt, es war klar, dass unser erster Geist die Oma sein muss heute. Ja, am Sonntag besucht man die Oma. So, ich stelle mich jetzt extra hier weiter hin. Ihr seht ja diesen Kegel und ihr seht die Dots, die hier sind, ne? Hier. Das ist das, was wir hier konstant auf dem Bildschirm haben, auf dem Parabol. Wir sehen sogar die Leute, die aus dem Van kommen. Ne? Was bedeutet, stellt euch weiter weg, habt den größeren Kegel, größere Möglichkeit. Nice one. So, wir haben alles. Wir können abdüsen. Let's go. Nice one. Und wie gesagt, ich stimme dem Kollegen zu mit Parabol, Poltergeist. Passt am besten. Alles klärchen. Hat jeder eingetragen? Mhm. Jo. Let's go. So, schauen wir doch mal.
Bin jetzt sehr, sehr gespannt. Wir haben den letzten Beweis nicht, aber Dämon passt nicht, mein Link zu laut. Unter welchem Poltergeist ist da? Und ich würde sagen, da hängen wir noch eine Runde dran. Let's go. Also, neue Runde, neues Glück. Wir sind wieder auf Profi unterwegs. Ja, da eine der Kollegen noch nicht ganz so viel Spielerfahrung hat, habe ich jetzt mal noch auf Profi gelassen. Wir sind wieder in der gleichen Konstellation unterwegs mit Iki, mit, hier können wir es auch sehen, mit Presse und mit der guten Paddy. Und schauen wir mal, vielleicht überlegen wir diesmal alle. Es war auf jeden Fall schön zu sehen. Einer wirkt noch ein bisschen unerfahrener, einer hat Background-Wissen, was sehr, sehr cool ist. Und gut, Miss Paddy ist, würde ich mal aufgrund meiner Erfahrung sagen, dass sie so ein Allround-Mensch ist. Hat ein bisschen Geistererfahrung, beziehungsweise relativ viel Geistererfahrung sogar. Macht halt im Grunde alles. Außer Räuchern der Jagd. Ich glaube, das hat sie damals schon nicht gerne gemocht. Macht sie heute auch nicht gerne. Ihr seht schon, wir haben nicht ganz Stufe 3 Equipment, deswegen wird spannend. Lisa Petit. So, und hier schwärmen sie wieder aus. Einer zum Breaker, einer schaut, ob ein Versteck da ist. Wunderbällchen. Nice one. Und ja, es nervt mich, dass wir... Wie bitte? Wie bitte? Okay. Knochen liegt hier. Genau, sie hat wahrscheinlich den Call durchgegeben, dass wir Freezing Atem in der Küche haben und ist dann aufgefallen, dass wir Schneefall haben. Ja, das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich dachte, hey, Geisterraum, nice one. Mhm. Und dann ist mir der Schnee aufgefallen. Das leider meistens zu spät. Da habe ich schon 2, 3 Runs gehabt. So, für mich hat es jetzt einfach hier ohne Thermometer, ohne EMF schauen, ob ich den Geistraum finde, indem ich einfach rumgehe, darauf höre, dass wir irgendwas sehen, irgendwas hören oder dass eben der Call kommt. Schauen wir mal. Was jetzt sehr interessant ist, wir haben hier nirgendwo Freezing Atem. Außer in... Oh. Ich glaube, der ist hier. Ja, hier haben wir Freezing Atem. Nice one. Der Geist ist vermutlich im Doppelbettzimmer. Dieses Zeit. Es ist schlimm. Aber hey, ich finde dieses weiße Salz halt aus dir. Ne? In dem Fall haben wir einen dunklen Boden, da wäre das dunkle Salz besser. Aber jetzt zum Beispiel in Tanglewood hätten wir da dieses Salz gehabt, wäre es schöner gewesen. Ja, da wäre es nicht ganz so nervig. Dunkles Salz auf einem weißen Teppich, nicht gut. Wir haben Fußabdrücke, also ultraviolett. Das ist voll ungewohnt für mich, weil sonst war es immer, ja, wir haben Fußis und wir haben Fingis. Und jetzt heißt es ultraviolett, damit man weiß, okay, wir haben den Beweis, weil noch nicht jeder weiß, dass auch Fußabdrücke zu UV zählen. Ich schaue nochmal, einfach damit ich weiß, wie die Temperatur gerade ist. Und wir haben eben F5. So, wir haben jetzt schon mal eine schöne Auswahl an Beweisen. Wir sind auf Profi unterwegs, was bedeutet, wir kriegen noch einen Beweis. Aber mir gefällt allgemein die Auswahl. Na, wir bräuchten jetzt noch dort für den Gorio. Das weiß ich. Am Rest habe ich keine Ahnung, was genau wir für welchen Geist brauchen. Aber gut, Oreo-Pflicht beweisen ist eindeutig. So, Abmarsch nach draußen. Und ja, ich glaube, der Herr Kollege Presse hat gerade noch entweder Probleme oder ist einfach ein bisschen AFK, mein Gott. Iki ist schon gut dabei und das Paddy auch. Sehr schön, dort platziert. Und jetzt kann ich einfach mal wieder ein bisschen stalken, ein bisschen drüber schauen, wie sich die beiden verhalten, wie sie es machen. Das ist eigentlich sehr, sehr schön, endlich mal was zum Anschauen zu haben. Ne? Sonst starre ich hier auf dem Bildschirm und sehe nichts. Ne? Vielleicht fliegt mal ein Gegenstand vorbei, das war es auch schon. Und jetzt kann ich hier auf diesen Bildschirm schauen und ich habe Entertainment. Ne? Was gerade für euch seltsam ist, denn ihr starrt auf eurem Bildschirm und schaut mir zu, wie ich auf dem Bildschirm starre. Ist ein bisschen seltsam. Aber um fair zu sein, ich starre auf dem Bildschirm, indem ich auf dem Bildschirm starre. Auch ein bisschen seltsam. Aber zumindest habe ich einen Zeitvertreib. Und jetzt habe ich so lange gelabert in der Hoffnung, dass wir vielleicht Dots bekommen, aber sollten wir wirklich Dots haben, würden wir sie sowieso nicht sehen. Warum? Warum würden wir jetzt gerade keine Dots sehen? Fragen über Fragen. Nice one. Wir hätten wir wirklich Dots gehabt, hätten wir sie nicht gesehen, weil Spieler im Raum waren. Okay, wir haben den guten Gin. Das ging relativ schnell. Na super, natürlich haben wir jetzt noch beschissene Quests. Ja, Parabol, Bereich Räuchern, 25. Alles gleich, Mutterbärchen. Abmarsch nach drin, ich übernehme Parabol einfach, weil er hätte diese Ruhe. Und hätte nur leise stöhnen und meine Stimme. Gut, um fair zu sein, ne?
Jeder, der schon mal eine Aufnahme von sich gehört hat, also Sprachnachricht oder sowas, wird wissen, wie ungern man seine eigene Stimme hört. Ja. Und so geht es mir immer bei der Nachbearbeitung dann, wenn ich Audio bearbeite. Nicht schön. Deswegen, ja, habe ich auch nichts dagegen, wenn ich mir die Klappe halten kann. Okay. Wir haben leider auch das Zweierparabol. Funktioniert genauso wie das Dreier, mit dem Unterschied, dass man halt eben nicht so einen guten Bildschirm hat. Ich will mal alles klar sieht. Und die Range ist ein bisschen kleiner. So, für mich heißt es jetzt einfach warten. Sanity droppen und warten. Habe ich gerade links eine Tür gehört oder war das die da hinten? Ich weiß es nicht. Naja, das Stufe 1 halt. Das gefällt mir gar nicht. Da gibt es ja auch viele Kontroversen, wo sollte man jetzt das Salz platzieren. Und klar, zum Beispiel der Tür macht das Sinn, gerade bei roamenden Geistern. Ja, dann gehen sie wahrscheinlich ja da rein. Bei territorialen Geistern kannst du es einfach mitten im Raum irgendwo platzieren. Wenn der Raum zu groß ist, sollte man vielleicht vorher schauen, wo gerade der Geist ist oder wo er am häufigsten ist. Aber gibt's, ich sag mal so, ein richtig oder falsch gibt's nicht wirklich. Ne? Du kannst es einfach nur dementsprechend platzieren und dann läuft er schneller oder wahrscheinlicher rein. Man könnte jetzt auch das Salz hier platzieren und ihn dann einfach während der Jagd da durchlocken. Auch eine Möglichkeit. Ne? Also wirklich, also richtig oder falsch gibt's eigentlich gar nicht. Hauptsache, das Salz ist ungefähr im Geisterraum. Oder zumindest da, wo der Geist ist. Na, wenn ihr stark roamende Geister habt, sind die Nebenräume auch okay. Oder der Flur zum Beispiel. Ich habe das zum Beispiel häufig, ich platziere Salz im Raum. Danach schaue ich nach mit dem Thermometer, ob er noch hier ist und merke, er ist gar nicht mehr hier. Das, sowas sollte man aufpassen. Aber sonst platziert das einfach irgendwie im Raum. An der Stelle will ich jetzt zum Beispiel sagen, der Kollege hat sich mitten in den Geistraum gestellt. Und erinnert euch, dieser Kegel, den man hat. Was bedeutet, alles was neben ihm ist, sowohl links als auch rechts neben ihm, also straight rechts, gerade Linie, kriegt er nicht mehr mit, also auch den Raum da hinten nicht mehr. Deswegen wäre es sinnvoll, außerhalb vom Geisterraum ein bisschen weiter weg und diese Range, diesen Kegel auszunutzen. Wäre sinnvoller. Ach, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig und das wird unwitzig vor allem. Da hat jemand erwischt. Ich will nicht wissen, wer ausgeröchelt ist. Das gefällt mir gar nicht. Wen hat's erwischt? Oh, Miss Paddy hat's erwischt. Nein. Ich sag ja, Jagd war immer ungünstig. Ist sie hier noch ins Versteck gekommen? Nee. Schade. Schade Schokolade. Rest in peace, Paddy. Hey! Event und gleich erstmal die Beine in die Hand nehmen. Während der Jagd ist es ja unwahrscheinlich, dass man hier dieses Lüstern bekommt für dieses Parabol. Wenn die Jagd endet, hat man eine große Chance und während Events. Da hat man auf jeden Fall eine große Chance, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt. Ja, jetzt sollten wir noch den Bereich räuchern. Fotos haben wir gut gemacht. Da hat sich Miss Paddy gut drum gekümmert. Da mache ich dann noch die zwei letzten Fotos. Ich weiß leider nicht, wo sie liegt. Sonst will ich ihren Leichnam noch fotografieren. Aber, ja, was willst du machen? Das hier ist bei der Baby dann eben F5. Hier, na, wegen dem Event schwierig. So, Bereich räuchern. Nehme ich jetzt einfach beides mit. Ich könnte während der Jagd räuchern, dann können wir uns die Gude nochmal anschauen. Sollte ich jetzt überhaupt reinkommen? Das Problem ist, wir haben die T2er Kruzifixe. Etwas kleinere Range. Und das spürt man, wenn man daran gewöhnt ist. Das wird hinterhältig. Die Kollegen sind im Geisterraum und hier wird gerade der Stuhl bewegt. Wenn sie jetzt die Jagd beginnt, beginnt sie hier. Und natürlich beginnt sie hier. Schauen wir mal, ob sie zu mir kommt. Hallo, Miss... wer auch immer. Ja, genau. Sie wurde geräuchert. Perfekt. Oh, das ist das kleine Kind. So. Abmarsch. Ich habe jetzt auch nochmal geräuchert, einfach weil ich schon. Hat sonst keinen größeren Nutzen jetzt gehabt im Nachhinein. Aber gut, dass der Kollege auch Räucherwerk dabei hatte. Schau mal, ist die Jagd schon vorbei? Jawohl. Und das Glühbirnzeichen hat mir gefehlt. Die Jagd ist vorbei. Okay, ich mache jetzt auch die letzten zwei Fotos. Nee, die Jagd ist vorbei. Jagd ist vorbei, ist ein Event. So. Jetzt schaue ich nochmal. Hat jemand ein Fotoapparat? Liegt hier irgendwo? Ah, Miss Paddy's hier. Was ich auch sehr, sehr schön fand, man hat den Zoom-Effekt mitbekommen. Diese Schnelligkeit, diese Geschwindigkeit. Fand ich sehr, sehr cool.
So. Fotoapparat wird genommen. Ich hoffe, ich überlebe. Wir haben EMF-5, UV und Freezing. So, Abmascher drin. Okay, nee, wir haben einen Gen. Und wie gesagt, confirmed während der Jagd. Zum Defekt. So. Letzten zwei Fotos. Bup, und. Bup. Und willst du nochmal jagen? Nö, danke, tschüss. Abmarsch. Ich habe keine Ahnung, ob oben der Stuhl frei ist. Deswegen nehme ich jetzt über die Beine in die Hand. Und Abmarsch nach draußen. Let's go. So. Schauen wir doch mal, ob wir richtig liegen. Wie bitte? Ich glaube, es ist ein Oni. Aber wenn wir EMF-5, Ultraviolett und Freezing haben, haben wir doch einen Gin. Oh, ich habe UV nicht verstanden eben. Ah, ach so. Alles klärchen. Habt ihr eingetragen? Ja, okay. Alles klärchen. Let's go. So, schauen wir doch mal. Lagen wir richtig? Liegen wir richtig? Ich freue mich auch schon, Party wiederzusehen. Und ja. Aber hey, sie hat sich. Ja, gut, kann man nicht schönreden. War halt unlucky, Jagd begonnen und leider in die falsche Ecke von dem Raum gelaufen. Bisschen ungünstig, aber. Schön erkannt. Nice one. Such mir eine neue Runde. Bis gleich. So, Ladies and Gentlemen, alle guten Dinge sind drei und deswegen noch mehr in der gleichen Konstellation. Ab in die nächste Runde. Und einer der Kollegen wird jetzt auch gerade Gespräche gehabt. Finde ich sehr sympathisch. Denn. Ja, es war schon ein bisschen still. Okay. Wir jagen Emily Craft. Wir haben jetzt auch noch Scooby-Doo dabei. Ja, jetzt sind wir in. Drei Kerle, zwei Ladies und ein Hund. Ja, wir sind Scooby-Doo. So. Aber ist auch ganz geil. Na, vielleicht wird der Geist abgeschreckt und dann tötet uns ein Dämon nicht. Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der Breaker ist. Ungünstig und ja. Ich habe auf jeden Fall gesagt, wir machen noch eine dritte Runde. In der Hoffnung, dass vielleicht diesmal alle überleben. Überlegt selber für euch mit. Was denkt ihr? Überleben alle? Oder sterben vielleicht sogar. Vielleicht sterben sogar alle. Man weiß es nicht. So. Vorne reingedippt, um zu schauen, ob da der Breaker ist. Hinten rein, feststellen, dass da der Breaker ist und. Let's go. Nice one. So. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind im wunderschönen Bleasdale Farmhouse. Wieder auf Profi unterwegs, ne? Da wir alle verstorben sind, dachte ich mir. Wäre vielleicht die. Wir haben einen Gegenstand hier irgendwo in der Nähe der Küche gehabt. Okay. Okay, der Knochen ist am Mülleimer. Hier ist es immer kalter, hier in 9 Grad. Okay, ja, hier wird irgendwo der Geist rum sein. Ja, hier hinten liegt der Teller. Where are you? So, ich gehe jetzt mal kurz raus, damit er reden kann. Finde ich sehr cool, dass es auf Englisch gestellt hat. Na, es gab ja mal die Gerüchte, dass es auf Englisch besser funktioniert als auf Deutsch. Nice one. Wir haben die Box. So. Aber keine Ahnung, ob es auf Deutsch besser funktioniert oder auf Englisch. Wie gesagt, es kommt halt auf die Fragen an, die man stellt. Ne? Wenn du Fragen auf die antworten kann, dann klar, antwortet er. Früher oder später, irgendwann. Aber ich bin einfach immer noch ein Fan von Text-to-Speech. So, ich warte jetzt hier ein bisschen, weil die Kollegen sind drin. Wovon habe ich es gedroppt? Dann kann ich rausgehen, nächster Run und es gefällt mir. Gefällt mir, es ist jetzt alles drin und man hat gemerkt, man musste erstmal warm spielen, man musste erstmal sich eingewöhnen. Finde ich sympathisch, finde ich super. Und jetzt läuft, hoffentlich. Schauen wir mal, wir haben zumindest schon mal einen Beweis. Okay, da werden nochmal Dots geholt, das ist immer gut. Achso, das ist der Kollege. Mein Gott, war der gut getarnt. Jo, mach ich. So, Kommunikation ist am Start. Let's go. Na, ich sag ja, man musste erstmal warm werden. Und so kann es halt immer mal sein. Wenn du mit Randoms talkst, man muss sich erstmal beschnuppern. Ja, nicht ohne Grund, weil dein Hund im Hintergrund, der hat gerade das Signal gegeben, jo, habe ich beschnuppert, sind sympathisch, kannst reden. So, einmal hier. Danke. Wir haben Dots. So, sie ist gerade hier lang gelaufen. So. Ich weiß nicht, warum ich die so platziere, aber ich finde es schön. Gibt keinen größeren Nutzen dahinter. So, und. Ach ja, ich habe es schon dreimal platziert. Oh, ist ja doof. Okay. Box.
Was ist jetzt raus? Jetzt habe ich alles einmal angeklickt, um festzustellen, dass Freezing raus ist. Wow. Wow. Okay, den Knochen müssen wir noch mitnehmen. Aber alles eins nach dem anderen. Jetzt die große Preisfrage. Wer hat Dots gesagt? Ja, wir haben Dots und Box. Haben wir sonst noch was? Ja, Dots habe ich gehabt. Das war ein Ja, wer. Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung, was er noch gesagt hat. Wir werden es herausfinden. Früher oder später. So, und zur Not haben wir noch die Jagd. Ne? Wir haben schöne Auswahl. Gespenst ist zum Beispiel raus. Das wäre. Was wäre Gespenst? EMF5. Sehr schön. Phantomen, Diogen, Yokai während der Jagd. Ganz entspannt. Was gerade interessant ist, die Aktivitätsrate. Da ist nicht viel los. Diogen kann ab 35 jagen. Naja, 40 jagen, sorry. Da bräuchten wir noch ein bisschen. Phantome kennt man während der Jagd. Räucherstäbchen sind da. Was sagen die Nebenquests? Zeugen. Entkommen. Entkommen ist machbar. Zeugen. Wir haben das Buch. Und hier, ne, dort sieht man auf diesem Bild. Wir können ja hier auch nochmal nachschauen. Geisterbuch haben wir. Gut, in dem Fall unglücklich, aber ne, weder auf dem Bild noch auf dem Bild werden die dort zu sehen. Lass uns noch ein Foto, ein gutes Foto machen und noch die Task. Alles klar. Der Kollege hat gesprochen, noch ein Foto. Dann Jagd und dann haben wir es. Ach ja, ich habe jetzt auch letztens auf dem Discord über die Frage gestellt, ob man das, ob das noch mehr Leute haben mit dem seitlich gehen. Ja, wenn ihr hier Stufe 3er Räucherstäbchen zum Beispiel habt, dann, ihr seht es hier, ich habe gerade B gedrückt, aber man geht teilweise hier seitlich. Drückt die ganze Zeit nur W. Gehe seitlich rein. Das ist leider ein Problem. Deswegen nicht in der Hocke sein oder sobald ihr geräuchert habt, Gegenstände wegwerfen. Aber hey, du stehst erstmal nicht, gell? Das sind die Jungen. Mhm. Nein, nein. Ja, stimmt, die Jungen. Am besten nicht verstecken. Geil. Event gleich, bam, bam, bam. Blitzgewitter. So fühlen sich Paparazzis wahrscheinlich. Lass nur auf die Tasten. Finde ich super. Aber gut, theoretisch ist es jetzt entspannt. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die Jagd beginnt. Okay, Ladies and Gentlemen, es geht los. Die Kollegen sind noch im Geisterraum. Deswegen schauen wir mal, ob wir den Geist überhaupt zu sehen bekommen. Wir haben ja einen guten Diogen, was bedeutet nicht verstecken. Bitte nicht diese Scheiße an. Das weiß ich nicht. Tatsächlich, ich hab's ja umgestellt. Ich will Miss Gausti auch mal sehen. Ah, da ist sie. Wir haben die gute Wackelchen. Der geräuchert oder Bärchen. Ja, dann konnten wir sie jetzt zumindest noch mal kurz sehen. Alles klärchen. Also fertig. Wir haben alles. Let's go. Diesmal lebendig. Gut, keine perfekte Runde. Leider, da zwei Fotos verkackt sind, aber mein Gott, alle leben, jeder kriegt Cash. Guter Tag, würde ich mal sagen. Oder zumindest gute letzte Runde. Nice one, hat jeder eingetragen? Ja. Letzte Woche. So, dann schauen wir jetzt noch, ob wir richtig lagen. Aber, Ladies and Gentlemen, wie gesagt, heute mal halbwegs random und einer aus der Community. Ich habe heute tatsächlich niemand gefunden aus der Community. Deswegen habe ich eben der Kollegin Bescheid gegeben. Yo, hast du Bock? Und sie kam ran, denn, ja, sonst wäre es auf jeden Fall eng geworden. Aber, Diogen. Nice one. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao.